Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. And we die. Und ein Jahr später sind wir wieder da. Und heute hole ich mir die Jumpland Revenge. Let's get it. Das Ziel ist klar, ich möchte Revenge auf dem Kicker, wo es mich gemault hat. Und am besten Fall die ganze Jumpland auch noch hier. So, jetzt sind wir da oben angekommen. Fahren uns auf dem Weg zur Jumpland warm. Hier im Bikepark muckt das. Es ist ja immer ein bisschen schade, dass die Jumpland irgendwo mitten im Wald ist, wo man einiges fahren muss, um dorthin zu kommen. Ja, ich weiß. First World Problem. Also mache ich mich warm. So, jetzt gibt es mal einen kurzen Strecken-Showcase, wo ich mir da eben letztes Jahr vor einem Jahr aufs Maul gelegt hat. Das ist schon mal der erste Jump. Da musste man reintreten. Da die chilligen Bumps hier. Full Smooth, Sharkfin. Das ist der erste Kicker. Dann der nächste. Das ist langsam gerade wegen dem Backpack. Ja. Und das ist er. Das ist er. Auf dem Kicker hat es mir letztens da unten so gemault. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Eigentlich ist bei dem Kicker echt nichts dabei, oder? Der geht nicht so steil hoch, so groß ist er auch nicht. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach so scheiße im Jumpfahren, dass ich einfach den ärgsten der Zähler gehabt habe. Und dann unten in so eine scheiß Mulde reinkommen bin. Und die schauen wir uns mal an. So, da ist das Landing Game. Da bin ich ja gelandet, wie ihr im Video gesehen habt. Und da ist diese Mulde. Das ist echt die Ablaufrinne. Für den am meisten durchregnetsten Park in ganz fucking Österreich. Und einfach straight da an die Wand und komplett gestorben. Und jetzt sind wir schon beim Beast. Ich finde, das ist die Keystelle einfach in dem ganzen Jumpline-Track hier. Einfach komplett steile Corner. Da komplett rüber in diesen Angle, easy Angle Bank eigentlich rein. Schaut mal, ich bin fast 2 Meter groß, von 3,1. Und der Kollege geht einfach bis dahin. So fett. Echt riesig, aber er macht so Bock. Weiter geht's eben mit so einem Sharkfin Booster. Da in die Kurve rein. Die Kurve geht hier rein. Redirected und dann ganz geht in den Wald für nochmal 2 Tables. Eben, das ist der letzte große, steilere Jump in der Line. Auch ganz geil. Ja, das ist eben die Sharkfin nach dem großen Kicker. Und das Gap ist schon massive. Das ist schon ziemlich hoch, aber man merkt es gar nicht. Und dann guckt man so schnell da in den Anlieger rein, in den Step-Up. Und dann ist der letzte Jump. Aber das seht ihr dann auf der Point of View. Also, gehen wir's an. Packen wir's auf. Alright, die Revenge habe ich mir erfolgreich auf der Jumpline geholt. Ein paar Extras waren auch dabei im Vergleich zum Vorjahr. Mir persönlich hat das viele Jump in den letzten Monaten echt geholfen, genug Skills aufzubauen und diese auf eine Rechnung zu begleichen. Naja, auf to the next challenge. Peace out, Kollegen. Later. Ach, lasst mich wissen, falls ihr noch eine Revenge offen habt. Mich würde es interessieren.